Viele ArbeitgeberInnen ermöglichen ihren Beschäftigten auch nach der Corona-Pandemie von zu Hause aus zu arbeiten. Das bringt viele Veränderungen mit sich. Einer Studie zufolge verändert sich durch Homeoffice zum Beispiel unser Essverhalten. Kochen und Backen wird von vielen neu und wiederentdeckt und auch das gemeinsame Essen hat eine wichtigere Rolle eingenommen. Es wird mehr gekocht, eher Neues ausprobiert und auch der Anspruch an Abwechslung und Vielfalt ist gestiegen. Allerdings werden auch Convenience-Produkte stärker nachgefragt. Denn Kochen ist zeitaufwendig und das lässt sich nicht immer mit dem Arbeitsalltag vereinbaren. Der Trend hin zu einer gesunden Ernährung inklusive Ausgewogenheit, Vielfalt und einem hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln bleibt laut Ernährungswissenschaftlerin und Autorin Hanni Rützler allerdings bestehen. Dass nun vermehrt im Homeoffice gearbeitet wird, hat ein neues Bedürfnis geschaffen. Die eigene Gesundheit durch eine gesunde Ernährung zu unterstützen. Dabei spielen wohl auch die Themen Regionalität und Nachhaltigkeit eine zunehmend wichtige Rolle. Außerdem dienen Mahlzeiten wieder mehr als Strukturgeber. Es wird regelmäßiger gegessen. Grundsätzlich hat Homeoffice also einen positiven Effekt auf unser Essverhalten. Wünschenswert wäre es sicherlich, dass das neue Bewusstsein für Essen und Ernährung weiter fortbesteht.